Türchen. Wie viele Tage noch? 3. Wenn ich das jetzt aufgemacht habe. Ja, gut, dann 3, stimmt. Ich glaube, du musst auf die Treppe klettern. Wow. Entschuldigung. Abgerissen. Tinti. Konfetti. Badekonfetti. Badekonfetti. Yay. Papa, Badekonfetti war gewonnen. Morgen, ihr Hübschen, es ist Montag. Wir haben jetzt 8:45. Dominik ist jetzt mit mir zum Fitnessstudio. Ich fahre jetzt einkaufen. Und zwar werde ich schon mal ein paar, meine Liste, ein paar Sachen für, also zum Essen jetzt so holen und ein paar Weihnachtssachen schon. Und ein paar Sachen, die ich halt Weihnachten brauche, zum Kochen, werde ich jetzt schon holen. Und die ganzen frischen Sachen und so hole ich dann am Mittwochmorgen ganz früh. Wollte ich dann nochmal los. Aber das, ein paar Sachen kann ich jetzt schon holen, weil ich muss zu verschiedenen Geschäften. Ach, hier ist noch mein Weihnachtsbau. Ich will einmachen, ne? Ach, Weihnachtseinkäuferin. Süß. Ich finde die so süß, die Dinger. Aber nein. So, jetzt. Für Jacke ist irgendwie zu warm. Und ohne ist zu kalt. Deswegen mache ich Zwiebellook, meinen Cardigan. So. Und mein neuer Lieblingsschal. Das war jetzt ein bisschen zu viel. So. Eine richtige Landfrau. So, das ist gut. Ist warm und nicht zu warm. So, Schlüssel brauche ich. Meine Pfandflaschen habe ich. Und zum Türken das Fleisch holen. Wo ist mein Schlüssel? So, meine Hübschen, wir haben jetzt 20:40 und ich war jetzt bei Real, dann war ich beim Türken und ich war bei Aldi. Und jetzt muss ich nur nach Edeka, ich habe jetzt keine Lust, wieder in Aldi reinzurennen. Ich brauche noch Sahne und Kondensmilch, denn ich wollte Toffifee-Likör machen und dafür brauche ich das noch. So, Getränke muss der Dominik holen und war auch schon heute sehr lustig, heute früh. Ich war hier schon bei Aldi und hatte keinen einzigen Euro in der Tasche und hatte also keinen Wagen. Bin dann hier nebenan hingefahren, weil ich dachte, ich kann da Geld abholen, konnte aber kein Geld abholen. Musste dann echt in die Stadt und da zum Automaten gehen. Ach Gott, nee. Das ist ja ein Ding, es ist so voll. Ich hoffe, ich war nicht die Einzige, die die Idee hatte, heute einkaufen zu gehen. Ich habe auch meinen Schwager getroffen, der war auch einkaufen. Und der sagte, ja, die meisten haben mir jetzt heute schon frei. Ich denke mal, wäre ich morgen gegangen, wäre es auf jeden Fall definitiv früher gewesen. Aber ist egal, ich lasse mich überhaupt nicht stressen dieses Jahr. Ich stehe an der Kasse und lache die Leute an, die sind dann total verwirrt. Und wenn das zu lange dauert, hole ich mein Handy raus. Und oder ich gucke immer gerne auf, was die anderen Leute immer so einkaufen. Ja, so. 2 Tüten habe ich im Kofferraum jetzt voll. Und ich hab alles. Brennpaste, Fondue-Dings, Fleisch. Heute gibt es Ente. Ich habe Ente gekauft, knusprige Ente. Wollte ich mal ausprobieren. Mit selbstgemachten Rotkohl und Klößen. Und ich dachte immer, die Klöße, da ist Milch oder Ei oder so drin, aber ich habe jetzt so einen frischen Teig gefunden, da ist nichts drin, also könnte Lamia auch einen Knödel essen. Und ich hoffe mal, dass die Knödel mag.
gespannt. Jetzt fahre ich mal nach Edeka. Ich glaube, da wird es am vollsten sein. Weil das nicht so groß ist da und die ganze High Society aus unserem Dorf immer meinte, einkaufen gehen zu müssen. Ich habe jetzt echt überhaupt gar keinen Bock, nochmal in Aldi reinzuspringen. Also springe ich bei Edeka rein. Ja, Adventure hier! Vor Weihnachten einzukaufen ist abenteuerlicher als Bergsteigen. So, jetzt machen wir Musik an, Weihnachtsstimmung, weiter geht's. Kommt rein! Ich bin auch gerade nach Hause gekommen. Ja? Ja. Sei froh, dass du mit dir im Fitnessstudio warst. Hätte ich das ungefähr 10 Minuten schon aufgegeben, oder was? Ja, klar. Bist ja nicht so gelassen wie ich. Oh, danke schön. Doch mal. Oh! Tasse Chips. Tasse Chips, ja. Ja, nee, nee, das sind für Weihnachten. Dominik saugt. So, wir haben jetzt fast alles eingeräumt. Das sind nur noch die letzten Feinheiten hier. Batterien, Feuerzeuge hatten wir nicht mehr für die Kerzen. Und das sind die ganzen Quittungen hier. Ich habe 200 Euro abgehoben und habe jetzt noch in der Tasche 49,50 €. Also 150,50 € habe ich ausgegeben. Ja, richtig gerechnet? Ja, richtig gerechnet. 150,50 €. Nur den hole ich jetzt noch einen Tag und ich war schon günstig unterwegs. Ja, war schon günstig unterwegs. Ich will gar nicht wissen, was gebt ihr an Weihnachten so für das ganze Essen aus? Das würde mich echt mal interessieren. Weil wir haben jetzt, also Essen, wo es steht, ich gehe nur noch am Donnerstag oder Mittwoch mal gucken, frische Sachen holen und Getränke müssen wir noch holen. 4 Flaschen Sekt habe ich geholt, Prosecco bei Aldi, der ist ganz lecker, muss reichen. Und ja, die Getränke jetzt noch. Und das war's. Und ja, wie gesagt, also mit 250 € für die 2 Tage jetzt, plus gut, ich habe ja noch für Essen für heute und morgen und so gekauft, okay. Aber mich würde interessieren, was ihr an Essen ausgebt für Weihnachten, wenn ihr zu Hause Weihnachten feiert. Macht ihr nur Würstchen mit Kartoffelsalat? Ist natürlich günstig. Oder fahrt ihr auf? Und dann, was fahrt ihr auf und wie viel gebt ihr dafür aus? Und man will ja doch mal was Besonderes haben. Dann gibt es Lachs morgens zum Frühstück und Garnelen zur Suppe. Und ja, dann erzähle ich euch noch mal eben, was ich überhaupt mache an Heiligabend hier zu essen. Also es gibt Pute, zuerst gibt es Pastinake-Yuzu-Suppe als Vorspeise mit Garnelen im Garnelen-Zitronengras-Spieß, also so, ne, aufgespießt in so einem Zitronengras-Garnelen. Dann gibt es Pute im Römertopf mit Speck und Rosenkohl und Knödel und Salat. Und als Nachtisch gibt es sehr wahrscheinlich dann doch Heringcreme für den Dommi. Ja. Und für Lamia gibt es... Warum jetzt ein Sinneswandel? Ja, weil... Weiß ich auch nicht. Kommt nicht rein. Und für Lamia gibt es, das gibt es jetzt ganz neu, das ist so lecker, das hatte ich letztes Mal mit Schorner zusammen. Ich habe eins gekauft, haben ihn 15 Minuten aufgemampft, das ganze Ding. Und es ist jetzt hier so ein Joghurt, so ein veganer Joghurt mit Blaubeermuffin-Geschmack. Sehr, sehr lecker. Und das kriegt ihr halt in so einem kleinen Gläschen mit frischen Blaubeeren obendrauf und weiße Schokoladenraspeln, also diese vegane Schokolade. Das ist dann Lamias Nachtisch. Und eventuell dann auch von Joanna, weil die es auch total gerne isst. Und für uns gibt es dann Herrencreme. Und ich denke, ich mache doch ein bisschen mehr, weil wir am nächsten Tag meine Mutter hier ist. Ich schaue mal, wie ich drauf bin. Mal gucken. Obwohl die eigentlich auch Tiramisu und so was alles mitbringt. Und irgendwie so ein Film.
Da muss ich eigentlich nicht so viel machen. Ich mache nicht gerne so extrem viel und das dann wegzuschmeißen ist auch doof. So. Weiter einräumen und ja, das wollte ich euch mal machen. Essen ist jetzt in der Mache. Ich mache jetzt noch den Kloßteig. Also das Kloßteig habe ich schon. Und mache jetzt hier diese Knödel. Und mal gucken, wie das überhaupt funzt. Klöße. Die gewünschte Menge Teig im Beutel entnehmen und zu Klößen formen. In der Mitte der Klöße nach Belieben geröstete Weiß nehmen. Wo mache ich nicht? Die Klöße in kochendes Salzwasser geben. Okay. Ich hin. Erstmal formen. Ich bin sehr gespannt. Wir essen hier nicht so oft Klöße. Ich weiß noch nicht mal wie viel. Nehmen wir mal so viel. Dann gucken wir mal. Ja, guck mal. Sehr schön. Rotkohl ist auch in the making. Ach, das ist ja einfach. Muss er nur noch schmecken. Backofen ist auch schon vorgeheizt, da kommt die Ente rein. Die kann man ja auch ganz kleine machen. Die kann man ja machen, wie man möchte. Cool. Cool, cool, cool. Er gibt 6 bis 8 Klöße. Ja, guck mal, da ist er. Cool, ey. Coole Sache. Ja, und das habe ich ja gar nicht erzählt, als ich in der Stadt war und Geld abgehoben habe, weil ja ist ja da gegenüber auch direkt Family. Und ich kann im Moment überhaupt nicht bei Family vorbeilaufen, ohne da was irgendwas zu holen. Ich? Ja, kannst du ja auch ruhig. Und dann habe ich den Kindern Schlafanzüge gekauft. Und ich muss sagen, mir gefällt Family deutlich besser als H&M. Gerade für Kinder. Finde ich es besser. Was ist mit euch? H&M oder Family? Denn ich bin nicht so oft bei H&M. Wahrscheinlich auch, weil ich dafür dann in die Stadt fahren muss noch. Und Family ist halt bei uns hier, ne? Aber ich finde, H&M ist auch immer in letzter Zeit auch so unaufgeräumt und so. Die haben immer das Gleiche da. Die haben nie mal was Neues. Und ja, finde ich irgendwie total langweilig. Ich habe ein bisschen wenig Teig jetzt. Aber klappt gut. Mit dem Rollen hier. Wie viel Klöße essen wir denn? Jeder 2? Für die ganzen paar Tage. Mein Gott. Pass auf, das hat hier nicht wegfackelt. Joanna ist da und das Essen ist fertig. So sieht's aus. So natürlich noch die Soße. Was willst du das? Ich kann das eigentlich ziemlich gut alleine schon. Ich hätte jetzt schon 2 Knödel gegessen, die Lamia. Ich habe auch 2 Knödel. Mhm. Und die Ente. Die ist so lecker, die Ente. Ich kann es euch nur empfehlen. Kannst du nur empfehlen? Ich kann es nur mit dieser hübschen Mama empfehlen. Was machst du da? Wie geil ist dieses Kind bitte? Machst du sauber? Lamia? Oh mein Gott, ich raste aus. Sauber? Und Mahlzeit. Ja, mach mal schön da unten. Genau, da unten macht die Mama nicht sauber. Mach mal sauber. Ja, die Socken noch, genau. Und die Haare, volle Programm. Nimm dir mal ein neues, Lamia. Lamia, Schatzi, komm mal her. Nimm dir mal ein neues Feuchttuch und mach mal dein Gesicht sauber. Lamias Mund. Ach, Goldstück. Ja, wie man sieht, hat das Kind ordentlich zugeschlagen. Beim Rotkohl. Nein, nein, nein. Nimm ein neues Tuch dann für dein Gesicht, okay? Nimm ein neues Tuch. Oder mach erstmal die Küche sauber, genau. Wird da mal Zeit, ne? Genau, nimmst ein neues und jetzt machst du den Mund sauber, Lamia. Mach mal deinen Mund sauber. Deinen, Lamias Mund. Genau, super. Mamas Mund auch.
gut. Den Quentin auch, ne? Ja, der guck mal, der guckt da. Quentin. Meine Lieben, Flamir hat hier alles auseinandergenommen. Ey, das ist mir eine Hülle. Jetzt ist die bei Joanna im Zimmer und dann hören sie Musik und machen Party. Und gleich fahre ich die Joanna zu einem Klassenkameraden, der sich mit jemandem verabredet. Der hat gerade hier angerufen. Und dann bringe ich sie gleich dahin. Boah, hier den ganzen Kram wegpacken. Flamia, ey. Was für eine Arbeit, Kind. Und ich habe jetzt gerade im Thermomix den Toffifee-Likör gemacht. Sehr gespannt. Die kleine Kartoffel, warum nicht eine Kartoffel an mir? Mein Gott, jetzt ist ich aber hier heute ausgetobt. So. Die Matte muss jetzt in die Spülmaschine, wunderbar. Die rausgeholt. So, Moment. Wie das hier aussieht manchmal, ne? Innerhalb von Minuten ist alles durcheinander. Ah, das Ding hier gehört auch nicht hier, das war auch lang mir mal wieder. Dieses Kind. So, schauen wir uns mal den Liköre an. Ich brauche einen Trichter, jetzt muss ich gleich die Küche auch noch putzen. Warte. Was machst du? Toffifee-Likör. Das ist für Erwachsene. Also nicht, mein Engel. Das ist eigentlich für Weihnachten, nicht jetzt, weil du den Dings besuchen gehst. Brauchst du dich hier nicht so fein machen für den? Das ist mir, möchte ich nicht. Du kannst einfach eine Hose anziehen. So willst du jetzt da hingehen, um mit dir zu spielen? Bist du denn verliebt? Nein! Bist du sicher? Bin ich verliebt! Hier bei der Schwester. Nein, ich weiß nicht. Das hat die ja noch nie gemacht. Aber gut. Lamia will Zahnpasta. Schon wieder? Ich hätte gern einen. Oh. Das war nicht ich, das war Lamia. Also, Lamia! Die rüpft einfach rum. Mia. Schon dunkel gleich. Ja, gucken. Ja. Guck mal, eine kleine Schaukel. Ja, ich kann hier hingehen. Jetzt wird kühl, ja. Nachher, nach ein paar Minuten können wir jetzt hier spielen und dann können wir schon wieder gehen. Joanna haben wir jetzt zum Freund gebracht, zu den Klassenkameraden, der wohnt hier um die Ecke. Und hier ist so ein kleiner Spielplatz. Da haben wir gedacht, wir gehen nochmal eben ein bisschen mit der Kleinen um den Spielplatz. Geh nicht. Du musst laufen, Lamia. Nee, hier nicht. Da, kannst rutschen. Komm her. Lamia? Lamia, hier. Da ist der Papa. Guck Hallo. Mal da. Drei. Ich habe Schwung gerutscht. Ja. Ja. Habe ich deine Mütze auf? Ja, die sollte ich aufsetzen. Guck, hier. Kuckuck.